Und weiter geht's mit meinem kleinen Projekt. Mittlerweile sind wir an Tag Nummer 5 angelangt. Nun gut, ich habe gestern nicht wirklich die Zeit gefunden, da noch etwas Großartiges zu tun. Deswegen weiterhin in dem Sinne Level 8. Moospenny sind auf 14.000. Ja, sehr schön. Mehr geworden, aber ich habe ja auch hier noch jede Menge Hühnerfutter produziert. Wie man sieht, 348 übrig. 348. Und das kann ich jetzt auch schön verkaufen am Markt. Wieso habe ich das überhaupt produziert? Was bringt mir das? Ich hab's aus dem Grund gemacht, der Weizen für 5 und Zucht ja schon mal nicht und Bier und Hühnerfutter für 26 und man benötigt, glaube ich, 3 oder 2 Weizen. 2 Weizen. Also da macht man schön Gewinn. Deswegen habe ich das an diesem Grund getan und da könnte ich jetzt hier verkaufen. Schauen wir mal kurz. Hühnerfutter 26,58 ist ein guter Tipp. Wie setze ich es rein, dass es auch rausgeht? Wenn jetzt hier 26,58 drinnen ist, dann wird es mir nichts bringen, wenn ich es teurer verkaufe. Ist logisch, weil warum sollte man was für 53 kaufen, wenn man auch die Möglichkeit hat, es für 26 zu kaufen? Deswegen würde ich euch natürlich immer raten, es billiger zu verkaufen. Was wir auch machen in dem Fall. 348 Hundefutter, das ist ziemlich viel eigentlich. Machen wir mal 100 und das in 3 Packs. Für, ja, wenn wir es für 23 reinschmeißen, dann könnte schon rausgehen. Schauen wir mal, wie viel es ist. Ja, wird schon rausgehen, denke ich mal. Sind wieder ein bisschen Moospenny. Sonst ist wieder ein Nachbar aufgeschrieben. Das sehen wir hier, in dem hier ein Sternchen ist. Da gehen wir auch noch schnell mal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu Level 22. Lieber Tom. Glückwunsch. Dann habe ich noch nicht den Freide abgedatet, dann würde ich ja, den können wir noch gar nicht. Oh, habe ich total vergessen. Dann würde ich dann unbedingt wieder zur Wollebohm gleich mal gehen. Mir den Freidere abholen. Aha, Moospenny bekommen wir und das Freidere normal. Oh, super Dinger bekommen wir auch noch. Na, hallo, bekommen wir ein kleines. Ah, das ist halt wie ein Stadtpaket. 100 Mohrrüben. Ah, puh, das ist ja klasse. Dann noch 100 Weizen, jetzt bin ich aber gespannt, was da noch alles rauskommt. 100 Salat, sehr schön. Und jetzt kommt der Freitag. Sehr gut, dann können wir diesen auch noch schnell abdrehen. In Hoffnung sehen wir noch mal, aha, was haben wir bekommen? Vielleicht einen Hauptgewinn zu erdrehen. So ein Eierbaum wäre jetzt natürlich klasse. Und es wird Superfutter. Ja. Dann ist die gute Frage, wie, weil es kann nicht sein, ich habe es gesagt. Auch nochmal eine kleine Aufforderung an meine Nachbarn. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Werkzeugkisten schenken würdet. Oder hier ein paar diesen Tierchen hier. Kann man vielleicht auch von der Stadt. Gar nicht so schlecht. Und ich hätte, also ich würde, wer Lust hat von meinen Nachbarn, könnt ihr mir auch gerne einen Hochzeitsantrag, dann für solche machen. Es würde sicher auch noch einiges bringen, aber da kommen wir jetzt nicht so genau dazu. Aber was ich eigentlich jetzt noch ansprechen wollte, ist, wenn ich jemanden von meinen Nachbarn irgendetwas schicke, dann sagen wir mal, ja, ich schicke eine Werkzeugkiste. Und wenn ich das geschickt bekomme, in meinem Fall, würde es sich nicht anzeigen, aha, du hast das und das bekommen, woran liegt das, ist die gute Frage. Und zwar, hättet ihr es ausgestellt bei den Einstellungen, werdet ihr hier bei, wo haben wir das, Geschenke als Pop-up anzeigen, würde ich glaube ich automatisch ausgeschaltet. Also das müsstet ihr einschalten, um dann zu sehen, dass ihr ein Geschenk bekommt. Also das nur so nebenbei. So, nun gut. Dann schauen wir weiter. Und zwar Leuchttier der Piratenbucht, müssen wir auch mal draufklicken. Das ist auch die gute Frage. Apropos Piratenbucht, da können wir auch mal drüber oder hinzugreifen. Was bringen sich diese Überraschungsdrohnen, ist auch die gute Frage. Sehen wir, aha, Überraschungsdruck 11, 19 Trubkunden. Und dann, wenn wir hier klicken, sehen wir, was drinnen ist. In dem Fall wäre ein Triumphbogen drinnen, ungarisches Flaggensurf und so weiter. Und sofort, das wäre alles drinnen. Und das zwar, da sind immer Items drinnen. Wenn wir hier oben bleiben würden und die Tooltips anhaben, sehen wir sogar, wie viel das bringt. Und das könnten wir uns kaufen für 19 Trubkunden. In dem Fall die Truhe, und da bekommen wir ein zufälliges raus. Und da kann man nicht klicken, ja, für 19 Trubkunden. Und dann hätte ich gerne den Triumphbogen. Das wäre dann Zufall. Das ist quasi so ein bisschen Risiko. Und ich sag, ja, also es ist ja auch nicht schlecht. So ab und zu kann man es ja mal machen, wenn man da Lust hat, aber das nur so nebenbei. So. Dann habe ich auch noch, glaube ich, hier metrische.
Dann können wir in dem Fall auch noch ein bisschen abernten. Ja. Denn da müssen wir ein oder andere noch rausbekommen haben an Äpfel und Walnuss. Dann könnten wir hier vielleicht ein bisschen weiter tun. Dann können wir dieses jetzt hier abschließen und da bekommen wir einigen Ziegenfutter noch raus. Und das ist ja auch kein schlechter Trick. Hier Ziegenfutter rausbekommen würde. Man könnte sich das ausrechnen. 30 Äpfel und 20, ne, 12 Walnüsse. Ja, also 30 Äpfel. Sagen wir, ein Apfel kostet 35. 35 mal den 20, dann wären es irgendetwas mit. Mit 30 wären es irgendetwas mit 1000. Und Walnüsse kostet so und so viel und dann bekommt man 45 Ziegenfutter raus. Und dann könnte man sich auch hier so ausrechnen: Aha, wie viel kosten Ziegenfutter? 164. Und dann bekomme ich 45 raus. Und bei 45 hätte ich 6.500. So um die. Und dann würde ich auch Gewinn machen, wenn ich mir für die Quest zum Beispiel die Äpfel und die Walnüsse kaufe, bekomme ich Ziegenfutter, das kann ich noch teurer Markt verkaufen, das aber auch nur so am Rande. Er würde das auch selbst produzieren können, was auch nicht gerade so schlecht ist. Dann schauen wir weiter, was wir an den Quests so tun können. Und zwar einerseits an den Ziegen fehlt uns, da machen wir in Zukunft das hier, und dann vielleicht eine kleine Vorschau, wenn wir hier weitergehen. Bei Jahrmarkt werden wir hier wohl noch nichts tun, denn die Eier, das sparen wir uns. Bei Hertes Bio ein ist das gleiche, da warten wir noch ein bisschen. Dann bei Kindergarten werden wir, sobald wir das benötigte Level erreicht haben, hier auch weitergehen. Das ist gut zu machen. Back und Schmack. Dort beginnen wir jetzt. Und zwar werde ich dieses Offline dann einiges machen. Hier mit Back und Schmack nach vorwärts kommen. Gleich ist mit Müsli Bar. Und sonst Hasenrudel werden wir auch vorwärts. Frische Eier lassen wir bis dato noch, weil sie auch noch nicht das sowieso. Hier werden wir ein bisschen was machen. Hier auch und Restaurant werden wir zweifelsfrei auch noch ein bisschen vorwärts gehen, das bringt sich auch einiges. Streicheln zu lassen wir ja mal ein bisschen links liegen. Das gleiche mit nur Sache. Bracula bringt uns und Spukschloss bringt uns ja nichts, weil das nur Gruß nach ist. So, nun gut, also das werden wir, ist eine kleine Vorschau, was wir jetzt alles dann tu tun werden. Weiterhin, das werde ich auch hauptsächlich auf Offline dann machen und euch dann zeigen. Aha, soweit bin ich gekommen, etc. Ich möchte euch in diesem Video noch ein bisschen ein paar Tipps geben, ob sich dies oder das auch lohnt. Wie zum Beispiel sehen wir hier in der Stadt, wird es hier bei den Werbetafeln, gibt es immer Angebote. Oh, Nachbarschaftsanfrage, sehr schön, die nehme ich gerne an. Mit Geldregen, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drauf eingegangen bin. Und da gibt es noch was, und zwar wird es hier geben, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen ist. Bei der Bank gibt es die Möglichkeit, Tulpkugeln in Moospenny zu tauschen. Im Gegenwert von einem Tulpkugeln wären 10 Moospenny. Und vielleicht wissen es nicht, die meisten wissen es nicht, aber wie ihr seht, ich habe in wenigen Tagen 14.000, 15.000 Moospenny zusammengekriegt. Und jetzt hier ein Tulpkugeln, das würde ich auf keinen Fall, es bleibt schlussendlich immer euch überlassen, ja, aber ich sage es nur, wie ich es machen würde, würde ich auf keinen Fall die Tulpkugeln in Moospenny tauschen, denn Tulpkugeln ist ja die Echtgeldwährung und da tauscht man quasi ein. Ich gebe Währung in 10 Spielgeld, das ist, würde ich euch auch abraten davon. Das gleiche wäre dann auch hier in Shopping Center und ja, hier wäre Service. Wird es auch die Möglichkeit geben, 1000 Moospenny zu kaufen für 50 Tulpkugeln. Wenn ich mir ausrechne, 50 Tulpkugeln kosten 1,99, sprich 2 Euro, und ihr seht 1000 Moospenny, die habe ich 0, nichts zusammen. Also, das würde ich euch auch nicht unbedingt raten. Dann gäbe es die Möglichkeit, was auch sehr interessant ist. Wenn ich hier sehe, aha, das könnte ich auch freischalten für Tulpkugeln. Oder für Premium, da kommen wir auch gleich dazu. Ja, also Wilde Wiese würde ich auch nicht unbedingt für 100 Tulpkugeln gleich mal freischalten. Denn 17, Level 17 erreicht man auch mal ganz schnell. Das gleiche ist mit 25, diese kann man sowieso nicht freischalten für Tulpkugeln. Dann ist die gute Frage, was ist das denn hier? Ne, plötzlich das hier. Und zwar der Wachturm oder die Premium Villa, früher ist die mal Wachturm, glaube ich, egal. Und hier gibt es ja die Möglichkeit mit Premium. Und die gute Frage ist, lohnt sich dieses Premium überhaupt? Und da muss ich wirklich sagen, jein. Also ich bin da geteilter Meinung. Es gibt ja drei verschiedene. Es gibt Silber, Gold und Diamant. Desto höher, desto mehr kostet es natürlich auch nur Fähigkeit zu kaufen. Da kann man ja sehen, welche Vorteile dies bringt. Und ich muss schon teilweise sagen, ja, jein. Also es würde sich fast lohnen, als beim Anfang
Sprich, als jüngerer Farmer würde sich Premium definitiv mehr lohnen, als wenn man sich in irgendwo Level 80 oder so befindet. Das muss man schon dazu sagen. Denn zum Beispiel, wenn ich hier sehe, große Nachbarschaft ist nicht schlecht, okay, hätten wir hier, dann hätten wir einfach noch direkter Ziergartenzugang, direkter Zugang zur wilden Wiese. Sprich, wenn man da Level 80 ist, das bringt einem nichts mehr, da ist man schon längst dort. Hier wieder Unkrautwuchs ist auch nicht schlecht. Also muss man auch jeder für sich selber entscheiden, macht man das oder macht man es eben nicht. Als junger Farmer, man weiß nicht so, lohnt sich das nicht. Premium, ja, das kann sich in dem Sinne schon auch lohnen, muss ich sagen. Das bringt seine einige Vorteile. Des Weiteren ist sicher eine gute Frage für die Jungfarmer. Ja, lohnt es sich, dass ich in das Spiel gleich mal Echtgeld investiere? Lohnt es sich, Turbgulden zu kaufen? Und übrigens nur so nebenbei, und zwar dauert es noch ein bisschen, also diese Neufarmer, die Starter-Kits, wenn die mal weg sind, dann ist hier ein super Angebot. Wenn ihr wirklich mal vorhabt, Turbgulden zu kaufen, würde ich euch fast raten, hier, weil da gibt es mal dann ein Angebot, ist dreifach Turbgulden, die Happy Hour, oder zweifach, anstatt von 51 Turbgulden bekommt ihr jetzt 300 oder sogar 450, und das ist natürlich ein sehr, sehr verlockendes Angebot. Ist aber auch nur einmalig, also bekommt man auch nur, wenn man noch nie eingekauft hat, noch nie Echtgeld bezahlt hat. Ja. Lohnt es sich gleich mal Echtgeld ins Spiel zu investieren? Das ist auch wieder Geschmackssache. Jeder muss schlussendlich für sich selbst entscheiden, setzt der Echtgeld ins Spiel ein oder setzt er eben kein Echtgeld ins Spiel ein. Eins ist natürlich klar, setzt man Echtgeld ins Spiel ein, dann hat man selbstverständlich seine Vorteile. Wenn ich hier gucke, ist ein Setzlingsteil. Man setzt Echtgeld ein, holt man sich jede Menge Setzling, das gibt jede Menge EP, das gibt super Bäume, die kann man super verkaufen, die Baumfrüchte am Markt gleich, weil es viel wert ist. Also das bringt natürlich an allen Ecken und Enden seine Vorteile, ist klar. Aber man muss auch durchaus sagen, Echtgeld ist auf keinen Fall ein Muss. Also es würde auch riesen Spaß machen. Es ist nicht wirklich nur große Änderung, mit ohne Echtgeld zu spielen. Es muss auch schlussendlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, also quasi so ein kleines Video und Anführungszeichen, lohnt sich das oder das? Nun gut, also das war's mit dem heutigen Video. Es ist so schnell vergeht die Zeit und schon sind wir so schnell vergeht die Zeit. Man saß noch mal von vorne, das ist auch weird. Und schon sind wir wieder bei 13 Minuten angelangt und da beende ich heute mal wieder das Video. Morgen sehen wir uns dann wieder. Wenn, also ich werde dann offline wahrscheinlich hier noch ein paar Quests weitermachen. Dann zeige ich euch morgen, wie weit ich da gekommen bin, Level etc. Seht ihr alles morgen und dann bis.